Schön, dass Sie bei uns reinhören in den Podcast Stark im Leben. Ein Podcast, der auch Sie stark im Leben bleiben lässt. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast für Sie, weil Kommunikation ist Ihre Stärke und dass das jeder erlernen kann, hat sie dazu auch etwas gegründet. Da kann man nämlich auf höchst professionelle Weise Persönlichkeitsentwicklung lernen, Management-Trainings, aber auch eine viele Anzahl an Seminare, die sie dort veranstaltet, für sich nämlich genießen und für seine Persönlichkeit. Aber sie hat so viel Erfahrung gesammelt, auch als Moderatorin. Sie ist Autorin, hat Bücher geschrieben und es ist sehr spannend, sie heute da zu haben, wie sie sich in ihrem Leben mental fit hält, was sie so macht und wie sie dazu gekommen ist. Das wird sie uns heute erzählen und es freut mich wirklich, dass du da bist, liebe Daniela Zeller. Hallo, ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ja, wir haben so ein kleines Vorgespräch geführt und hast du uns schon sehr viele interessante Sachen verraten. Oh, ich habe schon wieder vergessen. Ich weiß, du hast gesagt, Moment, sag das nicht gleich, sag das dann, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Sehr gut, dann werden wir uns wieder annähern. Vielleicht nimm uns auch du mal so auf deinen Lebensweg mit, weil da waren ja auch einige Stationen, einige, die super gelaufen sind, wahrscheinlich auch welche, die nicht so toll gelaufen sind und so deine Erkenntnisse, die du daraus gewonnen hast. Ja, da muss ich sehr früh anfangen, denn mein Lebensweg hat sich schon so früh abgezeichnet. Ich werde oft gefragt, ja, wann hast du so begonnen mit dem, was du tust? Und ich sage immer, eigentlich schon immer. Denn ich bin auf die Welt gekommen und konnte sehr, sehr bald reden. Mhm. Nämlich mit 2 konnte ich alles sagen, ganz, ganz normal. Und meine Mutter sagt immer, ja, du hast immer schon so geschaut und dann konntest du auch ganz früh reden, dann konntest du dich ausdrücken. Und ich war immer sehr, sehr gut in Deutsch, hab gelesen und geschrieben und das war meine Welt, die Welt des Wortes. Mhm. Und dann mit 15 habe ich begonnen, Gesangsunterricht zu nehmen und da habe ich auch die Macht des Atems, die Kraft der Körperarbeit kennengelernt, über Singen. Und hatte schon so eine gewisse Idee, dass man diese beiden Komponenten, nämlich diese körperliche Arbeit und die Arbeit mit dem Wort vielleicht verbinden kann. Mhm. Und dann war ich in der Schule und habe mir gedacht, ja, was kann aus mir so werden? Ja. Und hatte schon so die Idee, dass ich das beruflich machen könnte. Mhm. Aber damals, ich bin 1976 geboren und damals gab es noch nicht Coaching oder so Weiterbildung auf diesem Niveau, auf dem das heute stattfindet. Oder auch solche Zentren waren damals vor 30 Jahren ja undenkbar. Und daher habe ich mal maturiert, war dann an der Schauspielschule, habe gleichzeitig auch Publizistik studiert. Mhm. Und ich wollte aber nicht Schauspielerin werden, sondern ich wollte sprechen lernen, also richtig professionell. Und damals habe ich mir schon gedacht, so in die Erwachsenenbildung zu gehen, das könnte mein Weg sein. Ja. Und dazu gibt es auch eine kleine Geschichte. Ich war in Duheimkirchen an der Volksschule und wir hatten immer so Gruppen mit unserer Volksschullehrerin. Also 2-mal im Jahr haben die Gruppen gewechselt. Wir waren immer 4 Kinder und wir durften uns einmal die Gruppe aussuchen und einmal hat sie uns zugewiesen. Okay. Und wir hatten also Wettkämpfe, Battles, Rechnen, Schreiben, Turnen, alles. Und da gab es Punkte und am Ende wurde immer die Siegergruppe eruiert. Mhm. Und ich war sehr ehrgeizig, ich wollte da immer gewinnen. Und es war auch wirklich so, die Kinder wussten, wenn ich in der Gruppe bin, hat man gewonnen, weil ich wollte das. Und ich habe mir immer die Kinder zusammengesucht, wo ich gewusst habe, mit denen kann man da super das gewinnen. Und die Lehrerin wusste das auch. Mhm. Und dann war eines Tages mein Pech oder mein Glück. Und sie hat mich in die Gruppe getan mit wirklich den Kindern, die sich am schwersten getan haben. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich war so 8 und habe mir gedacht, so, puh, das wird hart am Anfang vom Zyklus. Mhm. Weil Und dann habe ich so strategisch überlegt, wer kann was? Und bin draufgekommen, okay, da im Lesen, da muss ich halt viele Meter machen, da und der kann das und so. Und tatsächlich mit dieser Taktik haben wir uns sehr weit nach vorne begeben und waren dann ex aequo mit einer zweiten Gruppe gleich auf. Ja. Und der letzte Bewerb war Turnen. Okay. Und wo ich immer schlecht war, war Turnen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, jetzt kann ich uns auch nicht mehr helfen. Wer kann uns da helfen? Dann habe ich mir da mal eine Pappenheimer angeschaut und da gab es einen Buben, der ganz
verschreckt war und ganz schüchtern war, der auch dann in die Sonderschule gekommen ist, der war einfach ganz schwach im Rechnen, im Lesen, kognitiv, hatte null Selbstvertrauen. Und ich habe aber gewusst, der ist ganz sportlich und der muss das für uns gewinnen. Und ich glaube, ich habe den armen Kerl eine Woche lang bearbeitet und gesagt, du musst das für uns gewinnen und du wirst es gewinnen und du musst da so weit springen und wenn du das machst, dann haben wir das gewonnen. Weil ich wollte das. Und tatsächlich ist dieser Schulkamerade gesprungen wie ein junger Gott und hat für uns den Sieg geholt. Ja. Und ich habe den natürlich gefeiert und wir alle und wir waren total glücklich. Und an diesem Tag habe ich was gesehen. Nämlich der ist gewachsen. Mhm. Der hat sich aufgerichtet, seine Augen haben gestrahlt. Er war natürlich total stolz, weil er war voll der King. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass man durch, jetzt weiß ich, es heißt Coaching, damals hätte ich vielleicht gesagt, durch anderen Mut zu sprechen oder in anderen zu schauen, was ist ihr Talent und sie darin zu bestärken, dass man da was verändern kann. Mhm. Denn für einen Tag war der nicht mehr der so gegangen ist, sondern so und die Augen haben geleuchtet. Mhm. Und das habe ich nie vergessen. Und da habe ich so einen Ehrgeiz irgendwie gehabt, immer zu schauen, wer kann was und den Leuten auch zu sagen, hey, mach das und du kannst das und so. Ja. Und genau, und das ist so der Kreis zurück und drum hat mich, glaube ich, die Erwachsenenbildung fasziniert. Ja. Und da man mit 20 ja schlecht in die Erwachsenenbildung gehen kann, habe ich mich dem zweiten Ding gewidmet, das mich fasziniert hat und das war eben die Medienwelt, das Radio. Und habe dann tatsächlich begonnen beim Radio. Mhm. Zuerst bei Antenne Wien, dann da sind gerade die Privatsender gestartet und nach einem Jahr bin ich dann zu Ö3 gekommen. Mhm. Jetzt hast du das Geheimnis gelüftet, weil wahrscheinlich wird sich der ein oder andere gedacht haben, diese Stimme kennt man. Also okay. Ja. Ja. Ich würde gerne mit dir nochmal da zurückgehen zu der Geschichte, weil die ist sehr beeindruckend, weil du warst ja relativ jung. Sehr klein, ja, acht Jahre. Oder so. Ja, dritte Volksschule, glaube ich. Und jetzt ist natürlich für viele Menschen auch so die Frage, okay, wie kommt man mit 8 Jahren auf solche Strategien? Mhm. Und vor allem, man kann ja sehr viel davon ablesen. Du hast ja wahrscheinlich intuitiv was gemacht, was du jetzt weißt, dass es eine Strategie war. Ja, ja. Oder was es dann positiv auch bestärkt hat, dass du es weitermachst. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch viele Menschen in verschiedenen Altern, ob jung oder alt, die für sich solche Strategien suchen. Jetzt hast du es intuitiv schon als junges Mädel gemacht. Mhm. Was würdest du denen so ein bisschen für einen Tipp auf den Weg geben, wie sie auch das finden? Mhm. Also du meinst Strategien, dass man für sich so einen Weg findet, mhm, so, genau, eine, ja, so eine Richtung, eigenen. Seinen eigenen. Das ist immer ganz schwierig, das für andere zu sagen, weil ich das immer so intuitiv halt hatte. Ja. Aber was mir auffällt, ist, dass viele immer schauen, was muss ich lernen, was muss ich tun und das sehr im Kopf betrachten und dabei vergessen, was sie schon für Ressourcen haben. Mhm. Und manchmal sind die schillerndsten Ressourcen die, die von außen betrachtet überhaupt nicht nach Ressource ausschauen. Mhm. Ja, ich bin zum Beispiel aufgewachsen in einer Genossenschaftsbausiedlung in Böhmkirchen. Da gab es keine Juristen und Ärzte und Menschen mit Doppelstudien. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ja. Aber ich habe die Menschen studiert, weil wir ganz viele unterschiedliche Menschen hatten. Und ich wusste wahrscheinlich mit 3, 4, was macht Arbeitslosigkeit mit Menschen, was ist Alkoholismus, was sind psychische Krankheiten. Das kannte ich, weil das in meinem Umfeld war. Und ich habe das so beobachtet und gesagt, ja, mei, ist so. Aber gleichzeitig waren das die Menschen, die ich wieder kannte und da auch wieder wusste, ja, aber der ist total lustig, der hat einen guten Schmäh und der ist das und der ist das. Also diese beiden Seiten. Und im Garten sind immer die Mütter gesessen und haben sich ihre Geschichten erzählt am Nachmittag. Ja. Es waren die 80er, da war das noch so, die Mütter zu Hause mit den Kindern. Und ich konnte mich ganz klein machen und ganz unsichtbar und zuhören. Ja. Und das war mein liebstes Hobby, den Frauen zuhören, wie sie sich unterhalten. Okay. Und meine Mutter hat gesagt, es war leider fatal, denn ich konnte mich wirklich so unsichtbar machen, dass niemand mehr gemerkt hat, dass ich da war. Und dann aber habe ich ihr 1000 Fragen gestellt. Du Mama, warum hat die das gesagt? Wieso ist das so? Wieso ist das so? Und
Und jetzt hätte man vielleicht gesagt, naja, in so einem Umfeld weiß ich nicht, ob da aus dem Kind sowas wird. Mhm. Aber in Wahrheit war das die beste Ressource, weil ich im echten Leben war und immer viel beobachtet habe. Und da könnte sich jeder Mensch denken, was habe ich für eine Ressource? Weil viele sagen, naja, ich bin ja nur aufgewachsen da in dieser kleinen Stadt oder ich komme ja vom Bauernhof da irgendwo, was habe ich schon erlebt? Ja. Oder was auch immer. Oder na, ich komme aus einer total gestörten Familie, was habe ich schon erlebt? Aber vielleicht sind genau diese Dinge auch Ressourcen, wo man auch andocken kann. Mhm. Wo man sagt, da habe ich irgendwo schon was kennengelernt, das mir jetzt weiterhelfen könnte. Jetzt hast du für dich so, man kann es fast ein bisschen so nehmen, weil es war in jungen Jahren so die Gabe, Dinge zu sehen, die jetzt mit anderen Menschen zu tun haben. Mhm. Wo du auch ein Potenzial siehst in den Menschen. Mhm. Weil du hast es ja für dich so genutzt, dass du gesagt hast, okay, der kann das besonders gut. Ja. Du hast ja nicht danach gesucht, was er besonders nicht gut kann, wie es einmal oft passiert, sondern du hast dich bewusst auf das konzentriert. Ja. Das ist in den jungen Jahren, denke ich, auch eine Gabe und jetzt auch gut trainiert, dass du das Positive siehst. Und wenn du so, wenn sie jetzt Menschen so fragen, okay, Ressourcen, das ist so ein schönes Wort, aber wie könnte ich auch so etwas, was du jetzt intuitiv auch hast, für mich so ein bisschen ausarbeiten? Wie finde ich das? Oder wie kann ich es so für mich auch trainieren? Naja, das erste ist mal, dass man sich seine Sachen anschaut, auf allen Ebenen, und sich einmal fragt, was habe ich für intellektuelle Ressourcen? Ja, habe ich vielleicht eine sprachliche Begabung oder logisch-mathematische? Oder kann ich gut organisieren? Mhm. Diese Geschichten. Dann kann man sich anschauen, was habe ich für psychische Ressourcen? Ja, kann ich mich vielleicht selber gut beobachten? Kann ich gut differenzieren zwischen einzelnen Gefühlen? Habe ich eine gute Beziehungsfähigkeit? Das wären dann schon Beziehungsressourcen. Oder habe ich künstlerische Ressourcen? Mhm. Kann ich gut, ich weiß nicht, nähen, backen, musizieren, was auch immer, kreativ, künstlerisch? Also so mal für sich beobachten. Und wie war das vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren? Mhm. Wie hat sich das entwickelt? Und auch, was habe ich für einen Erfahrungsschatz? Was ist mein, man nennt es so, das Geschenk der Wunde? Mhm. Was ist mir widerfahren, das vielleicht damals ganz schier war, aber jetzt ich drauf gekommen bin, da habe ich wirklich was draus gelernt. Das hat mich stärker gemacht. Ja, wobei ich auch sagen muss, es gibt Dinge, ich glaube, die sind nur furchtbar. Da muss man eher ganz viele Ressourcen aufbringen, um die zu bewältigen. Aber viele Dinge, so der Mann, den man nicht bekommen hat, der Job, den man nicht bekommen hat, die Klasse, die man wiederholen musste, eine Krankheit, die jetzt nicht existenzbedrohlich war, die man aber gut überwunden hat. Mhm. All diese Geschichten werden zu unseren Ressourcen. Und da haben alle Menschen ganz, ganz vieles. Mhm. Und wenn man sich da mal jeden Tag 5 Minuten wirklich auseinandersetzt mit, was ist da und was ist natürlich da von innen und auch was habe ich mir von außen dazu gepackt und dann vielleicht beginnt auch ein bisschen zu schauen, aha, jetzt sitze ich da mit dem Herrn Müller in dem Meeting und jetzt sehe ich mal im Herrn Müller nicht nur den Müller da mit seinen Zahlen, sondern beobachte den einmal, was er sagt und denke mir, was hat der Herr Müller für Ressourcen, mal abgesehen davon, dass er vielleicht gut bei uns im Unternehmen mit Zahlen umgehen kann. Mhm. Und so schärft man diesen Blick. Und das macht halt auch total Freude. Das ist, finde ich, auch sehr spannend, weil wenn man es einmal für sich selber nicht so findet, kann man mal schauen, was ist bei den anderen, wie du es richtig gesagt hast. Und auf einmal fallen dann Sachen auf, wo man sich denkt, okay, das habe ich eigentlich auch. Ja. Also, da geht es mir eigentlich total gleich, das habe ich auch. Habe ich bisher aber noch gar nicht entdeckt. Genau. Ja, sehr spannend. Wenn du jetzt so ein bisschen auf dein Leben zurückblickst, hast du Sachen intuitiv gemacht, hast du für dich auch einen Plan gehabt? Immer. Oder hast du jetzt einen Plan? Ich habe immer einen Plan. Du hast immer einen Plan. Okay. Vielleicht nimm uns mal so ein bisschen in den Plan mit, was du unter Plan verstehst. Es ist immer, dass bei mir dann irgendwo so ein Funken zündet. Also das ist wirklich wie so ein, ja, so ein Funken. Und dann bin ich ganz unruhig. Da weiß ich, oh, jetzt entsteht was. Und das ist manchmal eine Phase von Wochen, manchmal auch von Monaten, manchmal auch ein Jahr, 2 Jahre. Also das ist so, oh, ein Ringen. Aber ich merke, irgendwas entsteht. Und was ist dieser Funken? Ist das ein Gedanke oder ist das eine Vorstellung? Es ist ein Gedanke, eine Vorstellung, eine Emotion. Es ist auf einmal so ein, that's it. Ich glaube, du weißt das voll, was ich meine, weil ich denke, du hattest
du hast mir gerade erzählt, wie du hierher gefunden hast. Ja, genau. Und ich glaube, das ist es genau. Ja. Man hört was, man hat da körperliche Reaktionen, ja. Man wird aufgeregt, man denkt sich so, yes. Ja, wenn was so ineinander greift. Deswegen habe ich dir das nämlich auch gefragt, ja. Weil viele fragen sich, ja, wann ist der da? Ja, der man Funk, spürt und, das. Ja, genau, wollte ich sagen. Man in spürt dem Moment das. Ist er da. Ja, und das darf man auch nicht kleinreden. Mhm. Und darum, ich bin ja da nicht so begeistert davon, zu schnell schon Menschen davon zu erzählen. Mhm. Denn dann kommen ja die sagen, naja, aber wie stellst du denn das vor? Na, wie soll das gehen? Na, wer soll das brauchen? Und in dieser Phase muss aber noch dieser Funke größer werden, ja. Damit es nicht gleich so klein geredet wird. Und viele Menschen haben halt ihren eigenen inneren Kritiker, der auch gleich selber sagt, na, eher Blödsinn. Ja. Na, davon kannst nicht deine Steuern zahlen, ja, und so. Und da muss man vielleicht auch lernen, diese Stimmen mal wegzuschalten und zu sagen, da begeistert mich aber jetzt was. Und wenn ich das habe, dann wächst das. Und dann denke ich manchmal in die Richtung, in die. Und dann ist es auch manchmal mal wie ein Wirrwarr. Mhm. Aber plötzlich ist es auf einmal klar von mir. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige das Damengambit gesehen, diese Serie auf Netflix. Da geht es um eine junge Schachspielerin. Mhm. Und die ist immer wachgelegen in der Nacht im Waisenhaus und ein bisschen unter Drogeneinfluss. Aber sie ist wachgelegen, hat an die Decke geschaut und da war dann ein Schachbrett. Ja. Und sie hat die Spielzüge oben schon gesehen. Mhm. Und das hat mich ein bisschen an mich erinnert, weil ich sehe manchmal dann schon so, was muss ich tun? Und dann weiß ich es genau, okay, ich muss jetzt das tun. Das muss ich lernen, da brauche ich jemanden zweiten, was muss der mitbringen, da muss ich selber und dann muss ich dann nur noch nachgehen. Das heißt für dich, du hast, wenn du also diesen Plan hast, das ist ein konkreter Plan und der endet auch in einem konkreten Ziel. Ja. Hast du diese Ziele für dich einmal verschriftlicht oder ist das nur in deinem Gefühl, dass du weißt, okay, jetzt habe ich es erreicht und das war's? Also interessanterweise verschriftliche ich ganz wenig dann. Mhm. Also dieses Gefühl, das muss ich gar nicht aufschreiben, weil das ist so in meinem Kopf. Mhm. Ich weiß dann, ich denke es von hinten zurück. Ja. Also ich sehe immer das große Ganze und gehe es dann so zurück. Und dann schreibe ich mir vielleicht Punkte auf die ich achten muss. Aber das große Bild habe ich in mir. Mhm. Und zum Beispiel mein Unternehmen ist so eine Sache. Ich war damals bei Ö3, beim Ö3-Wecker. Und das war toll. Das war ein super Job. Ich habe das sehr geliebt auch. Ja. Und trotzdem hat mich dieser Ursprungsplan, die Erwachsenenbildung, Leute dabei zu helfen, zu wachsen, nie losgelassen. Mhm. Und ich habe dann auch begonnen mit meiner Trainerausbildung und so. Und plötzlich hatte ich die Vision, ich will ein Weiterbildungsinstitut machen, das auf vielen Ebenen arbeitet, wo nicht nur ich bin, sondern auch viele andere gute Expertinnen und Experten. Und das soll auch ein bisschen was schon mit Medien zu tun haben. Und ja, das war auf einmal da und das war 2005 und ich habe gewusst, ich werde das machen. Und 2011 habe ich dann bei Ö3 aufgehört und 2012 habe ich das gegründet. Ja. Und in dieser Zwischenzeit bin ich da so drauf zugegangen. Ja. Also ich wusste einfach, bei Ö3, das wird ein Ende haben und das ist das Ziel und so muss das sein. Das hört sich so an, als hättest du ein riesiges Vertrauen in deine Pläne und in dem, wie es auch passiert. Ja, das habe ich tatsächlich. Das heißt tatsächlich? Ja. Und, ja. Das ist etwas sehr Schönes, wenn man das weiß und sich auch so vertraut, weil natürlich hat das ja auch Risiken. Total. Also, ist ja nicht so, dass das auf einmal da ist und das funktioniert alles. Jetzt ist so die Frage für dich jetzt einfach, wie hast du dieses Vertrauen entwickelt oder war das einfach nur da? Das war immer da, denn das war sehr ambivalent. Auf der einen Seite hatte ich immer schon dieses Vertrauen, aber auf der anderen Seite bin ich halt in einem Umfeld aufgewachsen, wo das nicht da war, wo Leute von sich gesagt haben, ja, wir sind die kleinen Leute. Und das hat mich immer gestört, weil ich habe gesagt, wir sind sicher nicht die kleinen Leute, jeder ist groß. Ja. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, wenn Leute über sich selbst gesagt haben, wir sind die kleinen Leute. Ja. Also und wenn einem aber immer gesagt wird, wir sind ja die kleinen Leute, na was willst du da, man muss ja jemanden kennen, wenn man das machen will und ja, sei doch bescheiden, so,
Das war das andere. Ja. Und darum war ich auch eine große Selbstzweiflerin. Also ich habe nicht die Chuzpe gehabt, wohin zu gehen und sagen, da bin ich. Ganz im Gegenteil. Ja. Also das war wieder sehr unsicher. Aber auf der anderen Seite in meine Pläne, das wusste ich dann immer, dass ich darauf vertrauen kann. Und ich wusste, dass ich auf mich vertrauen kann. Und wie hast du das dann abgelegt, dass du sagst, okay, du bist der Selbstzweifler, deinen inneren Kritiker quasi besiegt? Ja. Oder zumindest ein bisschen verstummen lassen? Ein bisschen, ja, indem ich sage so, warum auch nicht? Ich habe mal dann gesagt, ja, irgendwer muss es ja machen. Warum auch nicht ich? Mhm. Und ich glaube, durch Fleiß habe ich ihn überlistet. Mhm. Also das darf man halt nicht vergessen, dass ich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet habe und viele Ausbildungen gemacht habe neben der Arbeit. Und ich hatte, glaube ich, das Gefühl, durch diesen Fleiß und dieses Tun kann ich dem einfach davonlaufen und schneller sein als dieser innere Kritiker. Das ist eine schöne Metapher. Also, dass du eben davonlaufst und ihn so eigentlich zum Schweigen bringst. Ja. Warum glaubst du, reagieren Menschen so darauf, dass sie sagen, okay, ihr seid klar und bleibt bescheiden, du wirst es nicht schaffen, weil du den nicht kennst. Warum glaubst du, machen das Menschen? Das ist eine gute Frage, weil sie diesen Funken nicht haben, der sie doch an sie glauben lässt. Mhm. Weil sie, ich hatte sicher irgendwo irgendjemanden, der mir den auch eingepflanzt hat. Mhm. Und meine Eltern sind dann nicht ganz unbeteiligt dran gewesen. Und manche haben solche Möglichkeiten nicht. Oder ich hatte immer viele Bücher, ich habe nur gelesen und habe mir meine Welt erlesen und wusste, da gibt es eine andere Welt, weil das kannte ich aus den Büchern und das haben mir meine Eltern alles ermöglicht. Aber wenn du keine Eltern hast, die dir Bücher geben, die dich in ein Museum mitnehmen, die dich da so ein bisschen rausziehen aus der Umgebung, ja, wie willst du das machen? Und das ist schwierig. Und ich denke, manchen wurde so oft gesagt, du bist ja nichts wert und du kannst eh nichts, dass sie es irgendwann begonnen haben zu glauben. Mhm. Denn grundsätzlich glaube ich nicht, dass der Mensch von sich glaubt, dass er nichts ist und nichts kann und nichts einfordern darf. Eher nicht. Also grundsätzlich sind Menschen neugierig und wissen genau auch, was für sie gut ist und wehren sich, wenn sie was nicht wollen. Ja, zweijährige Kinder, die sagen nein, ja, genau. Nein und schreien, wenn sie was brauchen und sind wirklich, lieben das auch, wenn sie was schaffen, wenn sie was bauen. Und das wird vielen Menschen mit der Zeit irgendwann genommen und sie werden so eingelullt und auch eingelullt in eine falsche Sicherheit. In dieses Schau, ja, halt den Mund, mach da weiter, aber dann bist du irgendwie sicher und da gehen wir so durch. Ja. Und das hat mich halt nie interessiert. Das verstehe ich völlig, weil ich möchte ja auch die Menschen dazu bewegen, dass sie neugierig werden. Voll. Dass sie, weil nur durch diese Neugierde spürt man dann eigentlich auch die Kraft von dem Leben, das eigentlich da ist überall. Und man sieht plötzlich Dinge. Mhm. Und wenn man meiner Meinung nach das Unterbewusstsein mit positiven Dingen füttert, dann wird auch was Positives wieder rauskommen. Ja, und wenn auch einmal was scheitert, ja mein Gott, also ich habe auch viele Ideen gehabt und die sind dann nichts geworden, aber das ist so, ja. Das war ein guter Stichwort. Durchstreichen, das ist nämlich bei mir nämlich auch so, ich glaube in jedem Leben so, dass man daran scheitert. In jedem. Aber wie gehst du mit Rückschlägen um? Ah, gut. Also das ist natürlich furchtbar immer im Ersten, aber es gibt ja den Punkt, Da handle ich dann, ziehe die Konsequenzen und gehe weiter. Mhm. Also du hältst dich nicht lange noch mit dem auf, nein, sondern du versuchst daraus zu lernen und gleich in die Richtung gehen. Und gehe dann sehr schnell auch weiter. Und das ist, ich habe oft das Gefühl, das ist wie eine Haut, die ich abstreife und weitergehe. Ja. Vielleicht manchmal auch zu schnell. Mhm. Ja, also das interessiert mich dann da auch nicht mehr, dann noch das zu lösen. Ich denke mir, nein, aus, weiter, nach vorne. Wenn der Weg nicht geht, dann gehe ich einen anderen Weg. Aber das ist ja auch etwas, genauso wie positive Gedanken, das man trainieren kann. Ja. Weil vielen Zuhörerinnen und Zuhörern geht es ja auch so, dass sie gewisse Dinge nicht loslassen können. Ja. Und ich meine, ist ja auch mir in meinem Leben schon so ergangen, dass gewisse Sachen haken die einfach fest und du willst das auch nicht loslassen. Mhm. Was das Gefühl du sicher auch kennen wirst, was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben?
Mir kommt gerade das Wort Großzügigkeit in den Sinn. Mhm. Denn auch Großzügigkeit sich selbst gegenüber und auch ein bisschen Mut, auch mal was zu verschwenden. Denn oft, wenn was nicht funktioniert, hat man schon was reingesteckt. Mhm. Zeit, Geld, ja, unterschiedlichste Ressourcen, aber vor allem oft auch Geld. Mhm. Und dann sieht man, das funktioniert nicht so ganz. Und wenn ich da jetzt was anders mache, naja, dann würde ich sagen müssen, okay, das ist jetzt verloren, aber egal, ja, weiter. Mhm. Und das erfordert eine gewisse Großzügigkeit, auch mal zu sagen, ja, mal habe ich halt jetzt was verloren, muss ich es wieder verdienen, wird schon gehen. Und das ist so ein Punkt, wo sich viele schwer tun, weil sie sagen, ja, aber da verliere ich dann da diese 4.000 Euro oder diese 40.000 Euro oder was. Und verbeißen sich und verlieren aber dann noch viel mehr im Endeffekt. Ja. Und dazu sagen, ja, mei, dann ist es Lehrgeld, auf Wiederschauen und ich gehe einen anderen Weg. Weil du das gerade auch erwähnt hast, was ich normalerweise nicht frage, aber das ist sehr spannend, dass du es braucht hast. Was ist denn Geld für dich? Das hat sich sehr verändert. Ja. Also ich bin natürlich auch aufgewachsen mit diesen Glaubenssätzen, Geld ist nicht so wichtig und das macht nicht glücklich und Glück kann man nicht kaufen. Ja. Und das stimmt auch alles. Und daher hatte ich zu Geld immer so ein Verhältnis, so, das ist ja eigentlich gar nicht so Gutes und darum ist es auch gar nicht so gut, da welches zu haben und ja, auch nicht so wichtig, also egal. Und ich war da sehr immer im Fluss, also ich habe das nie so behalten. Mittlerweile hat Geld für mich ganz einen anderen Wert, denn Geld ist eine wichtige physische Ressource und mit der man auch bewusst umgehen muss, also die man auch schätzen muss und wo man auch schauen muss, dass das ein bisschen wächst, wo man sich auch hinwenden muss und nicht sagen, ja, ist mir egal, das will ich nicht, so war ich früher, nur nicht sehen, nicht hören, so, ich bin kein Zahlenmensch, das interessiert mich alles nicht, ah, das wird schon irgendwie. Ja. Und ich habe irgendwann gelernt, mich da proaktiv damit zu beschäftigen und das ist sehr gut, weil man somit einfach lernt, dass es wichtig ist, man gibt dem auch Hinwendung und ich merke, wenn Geld da ist, ist auch Freiraum da und künstlerische Kreativität, klar, man braucht diesen Biss oft, dass man sagt, jetzt muss ich auch, weil sonst geht es nicht, aber es kommt der Punkt, wo du auch sagen musst, ja, und wenn das jetzt gerade mal umsatztechnisch nicht so ist, weil ich vielleicht lieber was in die Zukunft denke, das ist ein großes Geschenk. Ja. Und das geht aber nur, wenn man vorher darauf geachtet hat. Und man kann sich mit Geld Gesundheit kaufen. Gesundheit kann man leider nämlich schon kaufen. Leider? Und, ja, und das muss ist ich bestätigen. So, das ist so. Und ich glaube, oder sogar 10 Jahre ist der Unterschied. Ja. Das fängt bei guter Ernährung an, bei gutem Wasser. Gut, das haben wir in Österreich noch super dran. Gute Luft, wenn du eben wo lebst, wo es vielleicht ein bisschen grün ist. Ja. Und wenn du dich gut ernährst, wenn du dir medizinische Versorgung leisten kannst, wo du nicht ewig wartest auf eine Untersuchung, leben Menschen im Schnitt 10 Jahre länger als die, die das nicht können. Ja. Und außerdem finde ich es wahnsinnig schön auch, wenn ich irgendwo ein Projekt sehe, einen Spendenaufruf, der mir wichtig ist, zu sagen, ja, da kann ich jetzt auch was geben, was spenden. Also es ist ja auch, man kann sich dann auch Großzügigkeit nämlich erlauben. Ja, es ist ein Thema und ich finde es irgendwie schön, dass wir darüber reden, weil es spiegelt diese Notwendigkeit, ja, wir brauchen es zum Überleben, aber auch so ein bisschen spiegelt es dann auch die Verhaltensweise der Persönlichkeit wieder, weil es so wichtig ist, wie wir dran klammern, was wir damit machen, auf der einen Seite extrem verschwenderisch, auf der anderen Seite das Zusammenhalten und nicht loslassen. Ich glaube, da kann man auch sehr viele Verhaltensweisen von sich selber ablesen. Extrem. Also ist ein irrsinnig spannendes Thema. Weil wir gerade so in diesem Bereich drinnen sind, du hast ein Buch geschrieben, nämlich die Ich-Kraft. Ja. Und auch ein zweites mit den 99 Tipps. Vielleicht nimm uns da mal ein bisschen mit, weil diese Ich-Kraft, allein der Titel, ist ja schon irrsinnig spannend. Um was geht es da? Ich-Kraft bedeutet, dass man so eine innere Stärke hat. Ja, und dass man weiß, ich kann mich auf mich verlassen, ich bin gut mit mir selbst befreundet
ich traue mich, Dinge einzufordern, ich kenne meine Grenzen und traue mich auch, die zu setzen. Und dass man so diese Gewissheit hat, dass wenn heute was ganz Schlechtes passiert, es vielleicht in 2 Wochen sich als das Beste für einen herausstellt. Ja. Ja, und dass man auch wieder, wenn man hinfällt, aufstehen kann. Mhm. So immer wieder sich aus sich selbst erneuern. Das ist Ich-Kraft. Und das kann man lernen. Okay. Und Ich-Kraft ist ja kein Ego-Ding. Weil viele glauben, dass das ist schon wieder so mit Ich und das ist so egoistisch und sich nur um sich selbst kümmern. Und das stimmt nicht. Mhm. Denn ich finde, das Ziel von uns als Gesellschaft sollte die Wir-Kraft sein. Mhm. Und das wahre Glück und die wahre Befriedigung liegt immer im Wir und nicht im Ich. Aber es braucht viele Ich-Kraft-Menschen, damit eine gute Wir-Kraft entstehen kann. Denn Menschen, die Ich-Kraft haben, können anderen auch was gönnen. Ja, das ist richtig. Menschen mit Ich-Kraft haben keinen Neid, ja, sondern sagen, Wahnsinn, das hast du super gemacht, ich bewundere das, toll. Ja. Die können andere auch heben und müssen andere nicht runterdrücken. Ja. Die schaffen es, sich mit anderen großartigen Menschen zu umgeben und müssen nicht nur schauen, ah, wo bin ich der oder die Beste und so. Und das tut ja unserer Welt gut. Definitiv. Ich sage auch, also vielleicht trifft das auch so ein bisschen deine Definition. Ich-Kraft ist deutlich zu unterscheiden von Egoismus, ja, weil Egoismus schadet meistens irgendeinem anderen. Ja. Ich-Kraft aber nicht. Nein, weil, das unterstützt andere. Genau, und deswegen muss man das ja fördern. Das heißt, du hast so etwas, erstens ein Wissen über das Ich-Kraft, aber auch dann so einen Ratgeber, wie man das auch trainieren kann. Genau, denn das kann man auf so vielen Ebenen trainieren. Und ich bin eben ausgebildete Stimm- und Sprechtrainerin und Kommunikationstrainerin, systemische Coach und akademische Atempädagogin. Also ja, das sind meine Werkzeuge. Und man kann das tatsächlich über die Körperarbeit trainieren. Also die Arbeit mit Bewegung, Atem, Stimme stärkt das. Ja? Auch die Arbeit im Coaching stärkt das. Mhm. Auch die Arbeit, wenn ich Präsentationstraining übe. Auch der Umgang mit Farben, ja, stärkt das. Wenn ich weiß, welche Farben sind meine Farben, kann ich mich auch innerlich stärken über das Äußere. Ja. Ja, das ist jetzt nur so ganz oberflächlich mal angerissen. Aber natürlich, die Ernährung spielt auch eine große Rolle. Mhm. Die Umgebung, wie sind Räume gestaltet oder Licht, also auch alles. Und das geht, finde ich so schön, weil eigentlich das, was ich mache bei mir im Institut, sage ich mal, so 50% von Ich-Kraftstärkung. Ja. Und nahtlos geht das über in das, was ihr hier macht. Das sind die anderen 50%. Ja. Und in Wahrheit, so das, was ihr macht und das, was wir machen, zusammen wäre so das Perfect Package für Ich-Kraft. Ja, das ist ja auch so der Gedanke. Weil jeder ist ja Experte von erstens einmal seinem Leben als, ja, Individuum. Aber du hast natürlich auch mit dem, was du machst, mit Freiraum, gibst du Menschen die Möglichkeit, an dem zu wachsen, wo sie gerade selber dran sind. Und das ist auf unserer Seite ja genauso. Also auch jemandem die Möglichkeit zu geben, zu entspannen oder sich selber zu aktivieren. Und ja, richtig, mit einer richtigen Kommunikation, weil ich glaube, um das dreht sich im Leben. Das ist total wichtig. Ist das natürlich wahnsinnig schlagkräftig. Ja, nämlich, und da möchte ich noch einen Satz dazu sagen, wenn man sich nämlich ausdrücken kann und wenn man sich traut, sich auszudrücken und wenn man so redet, dass man auch gehört wird, das macht ja Menschen froh und das macht Menschen zufrieden und das bringt sie total in ihre Tatkraft. Und wenn man sich das traut und wenn jemand sagt, okay, heute im Meeting habe ich mich getraut, meinen Punkt zu formulieren, und vielleicht habe ich sogar Feedback kriegt, ein gutes, dann geht diese Person anders aus diesem Meeting raus. Ja, das stimmt, ja. Und diese Person geht zurück ins Büro und sagt vielleicht zur Kollegin, Wahnsinn, wie super du das immer machst mit der Grafik, wirklich toll. Ja. Und sagt zum anderen Kollegen, du bist wirklich immer so entspannt, das ist jedes Mal eine Freude, wenn ich mit dir arbeite. Ja. Und der geht heim und ist zu seinen Kindern freundlich und zu seiner Frau und zu seinem Hund. Und zum Straßenbahnfahrer. Und so gibt es eine positive Welle. Richtig. Während wenn sich jemand nichts sagen traut, in sich hineinfrisst, an einem Deckel kriegt, ja nie zeigen kann, wer er ist,
nie als das gesehen wird, was er ist. Ja, der geht so durch die Gegend, der sagt, warum hat der das jetzt schon wieder, kriegt das Projekt und nicht ich? Und, genau, und das ist das Gegenteil. Vor allem auch gehört, da gehört auch dazu, dass man eine andere Sprache sprechen lernt. Also jetzt nicht wirklich andere Sprache, sondern wie redet jemand anderer? Ja. Dass man es auf einer Ebene irgendwie das auch findet. Weil es gibt ja diese analytischen Menschen, die können mit anderen, die sehr emotional unterwegs sind, gerade nichts anfangen in dem Moment, obwohl sie beide das Gleiche reden. Total. Und wie lernst du andere Sprache? Genau. Ja, das ist super spannend. Jetzt eine Frage, weil wir schon bei Sprache sind. Mhm. Hast du Worte, Zitate, die dich in deinem Leben immer wieder aufbauen? Ja, also es gibt einen Satz von Patavi Choice. Das ist Ashtanga-Yoga-Meister. Mhm. Ich mache viel Ashtanga. Und Patavi Choice hat gesagt, practice, practice, practice and all is coming. Und das finde ich so umlegbar auf jede Lebenssituation. Ja. Also practice, practice, practice. Mach's einmal. Ja, trainier's. Kleine Schritte. Und dann kommt's auch. Ja. Also das auf der einen Seite bedeutet das nämlich, du musst schon was tun, proaktiv. Na, also zum Beispiel hier, ja, man kann auch nicht sagen, ja, ich will, dass mir plötzlich besser geht. Ja, man muss schon hierher kommen, die Sachen machen, immer wieder. Und auf einmal kommt was. Mhm. Und dafür muss man dann nicht mehr sorgen, sondern das entsteht einfach. Und das glaube ich auch total fest. Also wirklich schönes Zitat. Hast du einen Kraftort? Habe ich einen Kraftort? Ja, ich hab so überlegt. Ich habe eine Kraftstadt und das ist Wien. Mhm. Also das ist oft so, wenn ich von irgendwo wieder zurückkomme nach Wien. Der Podcast wurde nicht von der Stadt Wien gesponsert. Nein, wurde nicht von der Stadt Wien. Aber du hättest nichts dagegen, oder? Nein, aber es ist tatsächlich so, dass ich dann richtig so aufatme. Ja. Also das, ja, wahrscheinlich ist Wien meine Kraftstadt. Das ist schön. Wenn man dich erreichen will. Wenn man sagt, okay, von der Daniela möchte ich mal mehr anhören, dann möchte ich vielleicht sogar ein Seminar besuchen oder vielleicht auf einer Homepage. Wie nimmt man am besten Kontakt zu dir auf? Also einfach auf freiraum-kommunikation.at schauen oder mich einfach googeln, dann kommt man auch auf freiraumkommunikation. Da, super, das werden wir natürlich da findet man mich. Verlinken. Ja, auf Instagram bin ich auch, auf Facebook bin ich auch, auf LinkedIn bin ich auch. Ja, perfekt. Dann verlinken wir alles und dann werden dich die Zuhörerinnen und Zuhörer finden. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ja, es ist, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Ja, wir hätten noch vieles besprechen können. Ja, extrem viel. Mich hätte auch noch vieles interessiert. Ja. Ich glaube, ich muss eine Gegeneinladung machen. Ja. Würde mich natürlich freuen. Ja. Vielen lieben Dank. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Ich glaube, wir haben sehr viel in der kurzen Zeit lernen dürfen von dir. Unsere Dankeschön. Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, finden das auch spannend, die verschiedenen Ansätze, die du hast. Deswegen großes, großes Danke. Und das letzte Wort, den letzten Tipp oder was auch immer du sagen möchtest an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gehört natürlich dir. Einen Tipp. Der Tipp ist sehr, sehr einfach. Und zwar, dass man sich hin und wieder untertags selbst beobachtet. Dass man so ein bisschen rausschlüpft und so, als würde man da oben stehen und runterschauen oder rüberschauen und einmal beobachten, na, wie sitzt denn du jetzt gerade da, was machst du denn gerade für Gesicht, welche Gedanken sind gerade da, welche Emotionen, bist du gerade ängstlich oder fröhlich oder verbissen oder Leichtigkeit, was macht der Atem gerade? Mhm. Denn oft, wenn man so in einem Strudel drinnen ist und sich kurz selbst beobachtet, ich muss dann immer lachen, weil dann sehe ich so, jemand, der so ganz angespannt ist, ja, oder so auf so einer engen Schiene dahin fährt. Und diese kleine Übung weitet den Blick und dann kann man auch was verändern und kommt manchmal drauf, ja, mei, es regnet zwar und es ist grau in grau und kalt, aber ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, weiter geht's. Das war ein wirklich schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Danke, Peter. Wenn Ihnen das gefallen hat, dann lassen Sie gerne Ihr Like da, schreiben Sie uns in die Kommentare, was auch Sie für nächste Gesprächsthemen hören wollen. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes neues Jahr und freue mich natürlich auch im neuen Jahr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, vergessen Sie nicht, bleiben Sie stark im Leben.